Einen ersten Erfolg konnten die wüstentauglichen Minis schon vor dem Start der Dakar feiern. Die Autos, entwickelt und gebaut von Sven Kvanz Privatfirma X-Raid, werden jetzt von BMW offiziell unterstützt. Klar, es ist ein persönlicher Erfolg, dass man mehr als wahrgenommen wird. Wir haben lang genug dafür gekämpft und das ist auch meine Devise, never give up. Es gibt immer eine Möglichkeit, das dann doch irgendwann mal zu schaffen. Man muss halt Atem haben. Sein Marsch in die Wüste begann in den 90ern. Sein Vater Herbert Kvanz war auch Mitbegründer von BMW. Sven Kvanz saß im Aufsichtsrat vom Batterienhersteller Varta und fuhr regelmäßig als Privatfahrer bei der Rallye Dakar mit. Ich sage immer, es waren so 14 Tage Brainwash, weil danach kam man eigentlich so ja, ganz anders zurück, als man hingeflogen ist. Und man hatte dann oft auch neue Ideen, was kann man anders machen in seinem Leben oder in der Firma. 2001 kam ihm die Eingebung, die sein Leben veränderte. Die Idee war einfach zu sagen, es sollte doch mal ein deutsches Auto mit einem deutschen Motor die Dakar gewinnen. In einem kleinen Team begann Sven Kvanz Modelle des BMW-Konzerns umzubauen. Nach 10 Jahren Entwicklungsarbeit gewann Stefan Peterhansel im Allrad-Mini zweimal die Dakar. Seine härtesten Konkurrenten in diesem Jahr sind die Buggys. Sie haben 100 PS mehr als der Mini. Man hat sie reglementsbedingt so bevorteilt, damit sie eine Chance haben, vorne mitzufahren. Jetzt ist die Frage, ist die Streckenführung mehr für Buggys gemacht oder mehr für Allradfahrzeuge? Ein 9000 Kilometer langes Duell über ein völlig neues Terrain wird entscheiden, ob die Erfolgsgeschichte von Sven Kvanz weitergeht.